Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Jan Güamara wurde nach seiner roten Karte gegen Bielefeld für 2 Spiele gesperrt. Urheberrecht Getty Images. Der VfL Bochum muss für 2 Spiele auf Jan Güamara verzichten. Der Rechtsverteidiger hatte in der Partie gegen Arminia Bielefeld die rote Karte gesehen. Das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes DFB hat Jan Güamara vom Zweitligisten VfL Bochum nach dessen roter Karte am Sonntag für 2 Spiele gesperrt. Der 23 Jahre alte Verteidiger war im Spiel bei Arminia Bielefeld 1:3 wegen einer Notbremse in der 80. Minute von Schiedsrichter Pascal Müller, Löchgau, vom Platz gestellt worden. Damit wird der etatmäßige Rechtsverteidiger des VfL sowohl die Partie gegen seinen künftigen Club Hamburger SV als auch das Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg verpassen.